Here we go again, Among Us, mit der wilden Crew in der Aufnahme Imposter mit Mike again? Mike again? Das ist ja eine ganz wilde Nummer. Wenn ich ihn jetzt töte. Oh nee, das wäre assi. Ich könnte ihn töten. I don't know. Ich habe überlegt, ob ich es tun soll oder nicht. Wir haben den Kill-Cooldown runter, das würde also gehen. Machen wir das Licht gleich mal aus, oder? Ich könnte ihn... Oh, Licht aus, ihn töten und dann weg. Dizzy, Dizzy. Er hat's nicht gesehen. Sound resumed. Es ist gerade das Licht ausgegangen. Ich konnte reporten. Dadurch kam mir entgegen. Ja, den habe ich noch gesehen durch den kleinen, dann durch ist ein kleinen Radius, den ich hatte. Nein, es ist geh mal davon aus, dass es dadurch Jay ist. Jay ist es safe nicht. Weil er hat mit mir am Anfang die Kabel gemacht und er hat auf die Sekunde genau für alle drei Kabelaufgaben genauso lange gebraucht wie ich. Er ist einfach losgelaufen, als du losgelaufen bist. Ja. Nein, ja. Er ist nicht also, losgelaufen. Pass auf, ich hab oben die Diamanten gestapelt, das habe ich gemacht und dann bin ich halt runtergegangen, dann bin ich in die Kontamination, hab Jay nicht mal gesehen. Gerade Kalle getötet und dann konnte ich, das Report ist bei mir aufgeploppt im Dunkeln, ich konnte das gar nicht sehen, ich hab gar nicht gesehen, wer ist, ich weiß nur, dass du gerade an mir vorbeigelaufen bist. Wir sind alleine drin, also es muss Du musst es sein. Ich kann nur sagen, dadurch könnte es sein, weil er eigentlich. Pass auf, Kontamination. Genau. Es muss dann Jay sein. Also, kann das nicht sein. Also, ich kann jetzt nicht. Also, okay, wenn jetzt. Für mich sind es dann Jay und Peter an dem Augenblick. Ich kann nicht noch jemand anderen nicht. Nein, ich kann aber nicht nur. Es kann halt auch sein, dass noch wer anders da war. Ne? Ich habe ja, wie gesagt, ich habe auch kein. Ja. Also wie gesagt, ich habe auch nur Jay gesehen. Du bist mit mir und Sven aus Kontamination rausgegangen. Ja, habe ich doch gesagt. Nur die kannst nur du Jay verteidigen. Also nochmal, weil vorher direkt von Anfang an hat er die Kabel gemacht. Erst den im Gang, ja, dann ja, den links aber, von dem Ding und dann ja gut, den aber oben. Für die Kontamination hast du selber jetzt wirklich per se keine direkte. Und dass in dieselbe Reihenfolge hat es auch nicht garantiert. Darf ich da noch ganz kurz? Ich mach gleich eine Emergency. Ich habe die ersten Wires, die ich gefixt habe, waren die quasi in dem Mittelgang. Dann bin ich rübergegangen, als das Dirt losging. Dann habe ich das mit Peter gemacht. Dann sind wir zusammen durch die Kontamination gegangen, geradeaus durch, weil das dann schon fertig war. Und danach bin ich die Fossilien mit Sven sortieren gegangen. Also und ich wollte, wie gesagt, dadurch. Ich möchte ja, auch nochmal eine Emergency, weil eine Sache stimmt nicht. An den oberen Kabel ist einer von den beiden Grünen zuerst gemoved. Da habe ich nämlich gesagt, oh, da stehen beide Grünen auf einem Fleck. Und einer ist zuerst weggegangen. Das war nicht mein Fall. Ja, oh, dein Imposter-Kollege, oder? Ja, das war schwierig, weil ich nicht dachte, dass Jay nochmal hochläuft. Dass er hoch nochmal gelaufen ist, das war halt ein bisschen problematisch. Aber ja, so ist das halt. Ich muss jemanden da... Als, wenn die noch gestackt gewesen wären, dann hätte ich sie getötet. Sound resumed. So, ich hab's gecallt. Ich will auch mal reden. Okay, machen wir stehen die alle am Knöpfchen. Wie lange also, das gedauert hat. Ich war Dalu nämlich auch kann noch... Sein, beim letzten weiß ich nicht mehr 100%. Okay. Lass doch mal Ray jetzt. Jetzt Ray, Entschuldigung. Ich wollte nur sagen, ich war auch da oben und hab Kalle noch gesehen, wie er die Aufgabe beim Reaktor gemacht hat. Und deswegen will ich nochmal nachfragen an Jay. Hast du ihn safe in der Deko reported oder noch im Reaktorraum? Safe in der Deko. 100% ich war, also keine Ahnung, wie lang dieser Report-Dingens geht, aber ich war halt schon in der Dekontamination drin. Blockiert Ahnung, das Türen? Genau, das wäre auch meine Frage. Weil ich habe oben gesehen, weil ich habe als letztes gesehen, Kalle, der die Aufgabe gemacht hat, ich habe Jay gesehen, der mir noch entgegenkam aus Labor und genau, und dadurch habe ich gar nicht gesehen. Und wenn jetzt Jay sagt, hat dadurch gesehen, dann ja, kann es nur Jay oder dadurch sein. Kriege ich noch 15 Sekunden kurz? Ja, Peter ich bin hat fertig. Gesagt, Peter und Jay haben die ganze Zeit Kabel zusammen gemacht. Immer zeitgleich. Gerade danach hat Jay gesagt, das erste hat er alleine gemacht.
Beim zweiten standen sie zusammen und beim dritten hat sich einer früher gemoved als der andere. Also die Story stimmt. Habe ich das gesagt? Nein, Peter, nein, hast du gesagt, auch nicht gesagt. Ist zeitgleich los. Jay, du hast sagen. Nicht, Jay hat auch nicht gesagt, dass er das erste alleine gemacht hat. Das stimmt nicht, Dalu. Okay, aber sind jetzt Dalu schon Dalu oder was? Sind wir das safe? Letzte habt ihr nicht gleichzeitig gemacht. Einer von den Grünen ist vorher losgelaufen. Da war ich nämlich auch noch oben. Ich wollte, wie gesagt, weiterhin Dadosh, weil logischerweise kannst Peter, du Dadosh sein. Peter, was hast du dazu zu dem Letzten? Ja, also das verstehe ich halt nicht. Also ich vertraue Peter kannst. Ziemlich... Ja, natürlich machst du das, weil er dich deckt. 500%. Was machen wir jetzt? Ja, natürlich deckt er mich. Aber Sven müsste mich auch decken können. Ja, und am Kalle gesagt, wird, Kalle kann nicht mehr. Ich bin, glaube ich, mit Kalle sogar zusammen runter. Also, wenn ihr mich jetzt gewotet habt, wäre das richtig hart assi, weil das ein One-on-One ist hier im Augenblick. Ne? Und das wollte ich nochmal erwähnen. Deswegen sollten wir auch skippen. Das ist ein Two-on-One. Ja, oder ja, gut, okay. Wenn ich jetzt raus bin, dann haltet... Okay, gut. Okay. Ja. Leute, ey. Tizzy, Alter, der ist direkt nach Vogt, oder was? Ja, Sound muted. Dass ich das überlebt habe, ist krass. Peter und Jay müssen beide noch irgendwie überleben. Nur weiß ich nicht genau, wie ich das jetzt handhaben muss. Also ich muss dreist sein und ich habe noch 10 Sekunden quasi, bis ich dann wenden kann. Und ich muss wenden. Gracias. Töte ihn. Komm, töte ihn, töte ihn, töte ihn, töte ihn, töte ihn, töte ihn. Mike! Mike! Das ist Jay. Das ist Ray. Sound resumed. Dadosh ist gerade an mir vorbeigekommen und hat wahrscheinlich Jay geantwortet. Jay ist an mir... Ja, okay. Okay, Alter, ja. Ihr beiden. Ey, das ist... Ey! Moment, Dadosh ist gerade an mir vorbeigelaufen. Also das Sicherste, was wir machen können. Ja, haben wir vor allem aber, Bruder. Ganz kurz. Nein. Ganz kurz. Maxi müsste das noch gesehen haben. Ich habe leider nur gesehen, wie du einmal um die Leiche rumgetänzelt bist, aber wirklich einmal in so einem Kreis rum. Maxi, ja gut, ich hab halt reported. Ray hat gerade links die... Ja, aber das tust du doch, ich weiß nicht, was nicht das ist dort bei den... Ich hab nicht rumgetanzt. Hat er, glaube ich, irgendwelche Wires gemacht. Nein, ich bin einfach runtergegangen. Ich weiß nicht genau, was man ganz da machen kurz. Kann, weil okay, ich die Map nicht so sehr kenne. Und ja, Maxi hat unten die Kometen gemacht. Ich habe dann geguckt, was Maxi da macht. Einmal bin in eine kleine Runde gelaufen, bin dann wieder hochgelaufen. Dadosh kam mir entgegen. Ich war bei Peter und Mike im Elektro. Von Dadosh, von können wir nicht einfach beide rausschmeißen? Ist doch sicher. Ich bin tatsächlich eher für Dadosh. Ja, aber warum nicht beide? Das ist doch so scheiße Maxi für dich, der halt schon jetzt Crewmate weil Dadosh mir jetzt erzählt, er ist nur nach unten gegangen, aber ist einmal um die Leiche rumgetänzelt. Nein, als ich sie gesehen habe und den Report habe, bin ich angehalten. Nein, also pass auf. Nein, du bist Jay nicht angehalten. Du kannst es jetzt nicht darauf bezichtigen, dass mein Movement nicht so war, wie ich jetzt gesagt habe. Ja, ich würde auch auf Dadosh warten, aber Jay. Wenn wir Jay raushauen, spielen wir auf jeden Fall 5. Es ist 100%ig Jay. Pass auf, okay. Wenn ich das nicht war und ihr das rauskriegt, dann sind Jay und Peter. Ja, die Runde ist dann eh vorbei. Wenn wir lauter schreien, hat recht. Ja, nee, darum geht's nicht, aber wenn da die ganze Zeit so ein Unsinn gesagt wird. Jay auch noch rauszuschmeißen, fahren wir das Ding vor die Wand. Warum? So, nee, das sehe ich anders. Ja, das ist halt ein RIP. Also Jay und Peter, 100%ig. Du bist es. Sound muted. Ich musste am Ende nochmal ham gehen. Das war halt das Problem, weil. Also ich musste den Verdacht auf Jay lenken. Das Problem war dem Augenblick wieder, dass Maxi gekommen ist. Wenn das ein 1-on-1 gewesen wäre, wäre es halt kein Problem. Ja, wie gesagt, also ich wollte ihn halt quasi dazu bringen, dass er halt in der Nähe der Leiche war. Das war halt so, meine einzige Möglichkeit wäre das gewesen. Und ein ganz großes Problem war, dass Mike Peter nicht getötet hat. Das war richtig schwierig. Weil hätte er ihn den Task getötet und ich hätte unten einen getötet und Jay wäre in der Nähe gewesen, dann hätten wir noch 2 Tote gehabt, Mike wäre noch nicht Verdacht verstanden, die hätten mich rausgeschmissen und Jay dann auch. So, also die hätten halt 2 raus, die hätten 2 gehabt. Aber die Runde ist halt, das ist halt schwierig, weil ich war natürlich von Anfang an unter Verdacht, weil ich hatte 2-mal halt Pech, weil halt erstmal beim ersten Mal ist Jay halt wieder nach oben und beim zweiten Mal ist Jay, ist Maxi hinter Jay her. Ich muss das Licht, glaube ich, ausmachen oder so, I don't know. Communication vielleicht. Machen wir Communication. Damit die Tasks nicht so schnell sind. Kannst du jetzt jemanden töten, Mike, vielleicht? Wenn du unten bist?
Sound resumed. Wollt mal gucken, wie viel die zwei Imposter gekillt haben. Darum geht's ja gar nicht. Kein. Es geht nicht darum, ob du recht hattest oder nicht, sondern dass wir ein Double-Backup gehabt hätten. Ich wollte nur sagen, meine Aufgaben sind alle fertig. Ich kann gerne mit jemand. Ich kann. Ihr könnt mich zu eurer Sklavenhure machen, wie ihr wollt. Ganz kurz. Ich weiß nicht, ob Dalu gewendet ist im Admin vorhin. Ich sag das nur. Hat Dadosh zumindest gut geschützt. Nee, ich hab nicht Dadosh geschützt. Ich wollte Dadosh auch rausschmeißen. Aber die Crew hätte keinen Nachteil gehabt, einen Imposter mit einem Crewmate zu traden. Das wäre für die. Doch, der Nachteil ist, dass wir jetzt. Dass ein Crewmate weniger ist. Ja, aber wenn es nur hundertprozentig wahr wäre. Nur dann. Ja, aber ist für mich. Er ist gut von der Vent-Thematik gerade abgelehnt. Habe ich wirklich gelogen, Dado? Wir machen so viele Aufgaben schon. Wir machen so viele Aufnahmen zusammen. Habe ich dich gerade beschissen? Für die Imposter ist es so oder so schon vorbei, weil wir fast fertig sind. Ihr könnt auch mich jetzt rausschmeißen und ihr würdet immer noch gewinnen. Es ist wurscht. Die Runde ist durch. Ich wollte nur einmal gucken, ob noch ein Kill kam. Ich bin relativ viel mit Dalu, Mike und Peter gelaufen. Mir geht es bei dem eher Vogue mit Dalu und Mike, wollte ich nur sagen. Es kam kein Kill dazu. Kann man natürlich jetzt auch wieder schlecht für mich auslegen. Nein, darum geht es nicht. Aber ich will halt nur sagen, ich habe keinen Bock jetzt rausgekillt zu werden. Gut. Weil das fuckt mich ab, weil ich halt echt die Wahrheit sage. So. Ja, aber Dalu ist genau, doch viel lustiger, wenn du halt nicht sagst, ja, dann machen wir halt beide, sondern du legst dich halt fest auf jeden Fall. Du musst halt mal nachdenken. Wisst ihr, was ich nicht verstehe, Jay und Pete reden so viel diese Runde. Es ist vorbei, egal wie viel. Was soll ich halt sagen? Ich habe ja reported. Natürlich muss ich das machen. Und gerade Dadosh ist an mir, also ich bin bei Kallis und Race Kill direkt daneben gewesen mit Dadosh. Bei Dadosh natürlich muss ich reden. Immer dabei. Also, also natürlich muss ich reden. Ich rede auch nicht so gerne viel und das ärgert mich halt auch. Was soll ich halt machen? Eine gute Eigenschaft für Content Creator auf jeden Fall. Ich wollte das einfach nur sagen. Ich hab die Aufgaben fertig, ich kann mit irgendwem laufen, wenn er. Hier, ich hab einen Task beim Launchpad, ich bin da ganz alleine. Ja, sonst. Ich komm mit. Sehr gut. Und ich glaube trotzdem, Dalu ist gewendet im Admin. Hol mal der Launchpad. Ja, schmeiß mich ruhig raus. Links beim Start. Ja, was soll ich dazu sagen? Das war halt ärgerlich. Hätte Mike Peter getötet, wäre die Runde noch anders gelaufen und er hat es leider nicht gemacht. Ich konnte ihn nicht töten, weil wir zu zweit da standen und Mike hätte sonst die Leiche wahrscheinlich reported oder irgendjemand reingegangen, ob er direkt gewendet wäre, I don't know. Vielleicht wäre das eine Idee gewesen. Mike hat leider noch Cooldown. Ist Mike hier? Nee. Ja, ist vorbei. Das ist vorbei. Leider. Oh. Da ist jemand gewendet. Ja, das war aber ich wieder von. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Wo der Reaktor bin ich tot gewendet. Wo war das? Das Wenden? Also Leiche in Dekontaminationsraum. Da ist einer gewendet. Ich habe nur gesehen, wie der Schacht auf und zugegangen ist. Ja, ich kann dir mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, Dalu war es nicht. Wir haben gerade den Meltdown verhindert. Ich musste hochwenden, sonst hätte ich den Meltdown nicht ausmachen. Dann muss es ja Mike sein, weil Dizzy, Sven und ich zusammen waren. Ich und Dalu waren die ganze Zeit auch jetzt. Dann ist es Mike, dann ist es Self-Report. Nee, ja. ich bin runtergelaufen, bin euch entgegengelaufen, plötzlich ploppt der Report-Button auf. Nee, bist du nicht. Report. Bist doch, du warte mal kurz, das ist ein Mike-gegen-Sven-Szenario, oder? Ich war bei Dizzy und Jay die ganze Zeit. Ich bin die ganze Zeit mit Sven mitgelaufen. Ja. Er hat ja gesagt, lass uns zusammen nach unten links laufen. Und Dizzy kam dann auch. Weil wir, aber Moment, das kann das überhaupt sein, wenn einer sagt, er ist gewendet, dann kann Mike doch nicht reporten. Da, Mike stand gerade danach neben mir. Genau, ich bin runtergelaufen, bin nach rechts gelaufen, wollte eigentlich aber nur zurückgehen, weil ich auch. Er hätte ihn nicht reporten dürfen, aber die Leute hätten ihn gesehen. Aber Sven, ist es dann nicht so, Mike killt ihn, wendet weg, wendet neben dir raus und reportet? Also wie soll der Ablauf sein? Ich habe nur gesehen, von dass in Dekontaminationsdings dieser Vent auf und zugegangen ist und auf einmal stand Mike links neben mir, vor der Tür. Ich wollte gerade sagen, die beiden Vents sind doch direkt nebeneinander. Ich habe gelaufen, bin Sven. Der war nicht, also ich habe ihn nicht gesehen. Ich aus der Ecke kommen können. Aber ich war auch der hinterste von uns zwei. Nee. Ich habe aber wenn Maxi und Dalu zusammen sind. Maxi, kannst du zu 100% sagen, Dalu ist Crewmate? Ja, also er hat, kann das sagen. Ja. Ich wollte gerade sagen, er ist die ganze Zeit bei mir gewesen, für den Vote gegen Mike. Also, Jay. Wo kam denn Dizzy am Ende her, Jay? Wir sind die ganze Zeit zusammen rumgelaufen. Dizzy war die ganze Zeit, also keine Ahnung, wie lange musste er dann schon gelegen haben? Das meine ich, Dizzy war schon Ewigkeiten bei uns unten links. Das meine ich. Wir waren alle zusammen. Haben wir schon gewonnen? Und wenn, kurze Frage. Genau, also es muss ja durch sein. Es ist egal, wie viele Leute wir jetzt noch rausspeisen. Das Ding es muss ja Mike jetzt gewinnen. Ich sag, Dalu seit 12 Runden. Ja, es ist ein Task gefehlt. Man wartet jetzt. Aber Mike war knapp. Aber war es nicht.
Ja, Lost. Nice. Ey, es war so eine schwierige Runde. Ich konnte keinen von euch töten, nachdem ja, dadurch hat ja auch die das ganze war, umgethrowt, wie sonst. Pass auf, das war ganz... Crewmate! Alrighty. Die letzte Runde. Wir reden nicht drüber, ja? Wir wollen nicht reden. Ja, schnell töten, das bedeutet Jay. Kommst du nicht durch? Die sind so verwirrt. Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Oh mein Gott, jemand wurde getötet! Kalle lebt! Ah, Kalle. Und Kalle lebt! Kalle. Wollen wir ihn rausroten? Wem? Kalle! Ey, aber Kalle, du hast Medbay gefaked, warum? Ich hab auf der anderen Seite einen Task, witzigerweise. Ach, und ich dachte, ich muss dahin. Die ist gut. Also die Hanukkah, was soll denn das jetzt? Das ist halt also wirklich. Das hat so viele Wer war denn jetzt kurz? Nicht bei Fixed Lights? Wer ist nicht bei Fixed Lights? Ich war da. Sven ich war und gerade ich da. Und auf ich einmal lag da einer. Leute, es ist gut, wenn ihr nicht da gewesen seid, weil die Leiche liegt ja. Da, ne? Ich wollte es nur erwähnen. Alle sagen so, ich war auch da. Ja, ja. Also ich hab das Licht gerade angemacht. Ich war mit Peter, glaube ich, zuerst da. Ich mit Grün auf jeden da Fall. Und irgendjemand hat mir damit rumgefunden. Ja, ich war das. Ja, ich war das. Also war nicht die Regel, wenn Ray stirbt, ist es Dardosh? War es nicht so? Was? Okay. Tatsächlich. Also ich habe die Lichter an und ausgemacht. Das ist meine Regel, das stimmt. Aber, und das habe ich sogar gesehen, während ich auch die Lichter an und ausgemacht habe. Wer war noch das, da? Wer war das mit dem Snackle in der anderen Runde? An Admin. Ray. Haben wir das je das war Ray. Das war Ray. Ray. Das war Ray. Dann hat sich das... Pass auf. Hat Ray sich vielleicht selber getötet? Kalle, wo warst du? Also der will jetzt unbedingt, dass ich mich nein, hier... Nein. Ich fand deine Aussage. Kalle, wo warst du denn? Also die war echt nein. Gut. Ich glaube dir. Genau, weil das halt echt schon viele gemacht haben. Ich bin aber beruhigt. Ich habe mein Herz mir gerade runtergerutscht. Das ist wirklich da haben wir jetzt eine Liste offen. Von den Leuten, die da waren. Also dadurch ich. Ich, Mike. Gute Liste. Du, Mike. Kalle, wo warst du? Genau, wo warst du? Wo standst du? Gerade jetzt? Ja, jetzt. Ja, am Lichtding. Aha, Kalle. Also auch Kalle. Ah ja. Wie alle anderen pass auf. Gefühlt. Ganz nein, einfach. Kalle hat Frust. Kalle wollte alle töten auf einmal, ja? Der wollte ja. Ham gehen, aber er hatte halt. Er hatte Cooldown, das wusste er nicht. Dadurch, was hast du geraucht? Aus Kondom raus in den Reaktor gegangen. Nils, wo bist du? Ich stand direkt in der Menge drin. Also Nils auch, okay. Alle standen was? Natürlich. Und Dalu? Also, ich stand Jay votet sich selbst. Ja, warum nicht? Wäre lustig, wenn nur Jay gewotet hätte. So. Das wäre echt unangenehm. Sound music. Das war witzig. Das war sehr witzig. Herzchen, C4. Wird das hier wieder ein Stack kill? So, Mike war da unten mit jemand anderen. Ich glaube Mike und Orange. Oh, das sind ja doch alle. What the heck? Meltdown. Jetzt Action, Alter. Mal Steine sortieren, I guess. Jedes Mal tue ich das da rein, warum auch immer. Kein Stack-Kill? Was ist hier los? Hä, Kalle? Oh shit, wir sind am Arsch. Okay, okay. Wo ist Peter hin? Peter ist. Oh, Kalle, nicht! Tu es nicht, Kalle! Tu es nicht! Mutti! Okay. Kalle ist nicht.
Down, nee, Upload. Will er die Nudes verschicken? Persönlich? Okay. Dalu ist es. Na gut, wir machen es trotzdem. Finden Sie meine Leiche? Yes. Alarm! Da Dosch ist tot! Wo lag der denn? Ich war gerade in Admin, dann bin ich rüber zu diesem Ding, wo man das Licht fixt und dann lag da vor dem Computer der Dadosch rum. Ah. Und wir sind da gemeinsam reingegangen, Kalle. Ja, und jetzt? Ich hoffe, das hast du gesehen. Ja, ach so, das meinst du, ja. Ja, weil ich kam nämlich gerade von unten, Dalu. Und wisst ihr, wer mir entgegenkam? Der gute Sven. Ich wahrscheinlich. Ja gut, aber... Sven habe ich gesehen bei... Dalu wendet halt, ne? Wo lag Dadosch? Der lag bei dem Computer ist, da bei dem Fixding, wo man das Licht fixt. Bei dem Lichtding. Da könnte auch Mike gewesen sein mit dem Wendkill. Mike kam mir nämlich gerade aus Kontamination, ich bin der Meinung zweimal entgegen. Ich habe Dalukat ganz lange nicht gesehen und ihr wisst ganz genau, ich liebe ihn. Ja, man. Also ich habe Admin geguckt und dann ist oben in dem Reaktor der weg gewesen plötzlich und unten in der Cafeteria aufgetaucht irgendein Männchen. Kann man darüber wenden, du Lede? Du kannst, glaube ich, auf Damage komplett perfekt, Jay. Von Admin. Das passt nämlich zu Dalu, ne? Nee, ich war Level 2 schon. Ich habe da diese Steinchen gemacht, war erst Reaktor, dann Mike und, und Dalu? Ich komme mit Maxi entgegen aus Reaktor. Kann man darüber wenden? Frage du kannst die... alle, wenn es sind, ja, ja. Du musst genau. Nur einen Umweg. So, deswegen, also ich war mir eigentlich relativ sicher, dass vorher niemand mehr oben war. Entweder ich bin durch Kontamination hochgegangen, genau, links gemacht, habe eine gute Task gemacht, aber kann ja. Sein, Maxi, aber liegt kann auch die sein, Leiche liegt Electric oder Reaktor? Ja. Nee, Electric. Aber Dalu, wo warst du denn gerade? Ich war unten rechts an den Heißluftballons und bin danach die Cafeteria hochgerannt mit zwei Leuten, Jay und noch einem. Das habe ich gesehen. Also das ist halt schon. Ja, Dizzy war da auch. Also vielleicht, genau. Also es könnte halt, keine Ahnung, ob das ein Zufall war mit diesem Admin-Ding, aber vielleicht Dalu oder Dizzy gerade gewendet. Du siehst beim Admin übrigens erst Leute, wenn sie im Raum sind. Wenn sie einen Raum betreten. Du kannst also von Reaktor nach Cafeteria laufen, ohne irgendwo anders aufzutreten. Wer war noch mit dir, bei dir hier oben? Ich bin ja gerade erst hingekommen. Zero. Also Sven ist noch jemand? Runtergelaufen. Ich war Greenhouse und dann Admin. Also Dalu und wer ist es noch? Mike, glaube ich. Ich habe mir halt da angeguckt. Das kann ich bestätigen. Also ich glaube, das ist Dalu. Also ich weiß, dass Dalu ist und ich glaube, das ist halt noch Mike. Die Frage ist halt, ob er playt er jetzt nicht auf die Task, weil die Tasken super fortgeschritten schon, die sind sehr langsam. Das heißt, ich glaube, dass Mike der Zweite ist, weil er wieder sehr lange braucht, um was zu töten. Und Dalu hatte nicht so viele Möglichkeiten, weil wir sehr viel stacked waren. Und ich glaube, in diesem Massenmord war halt auch Mike, aber da waren fast alle, ne? Schwierig. Okay, bin ich der Einzige noch mit Task? Fixing Lights. Die werden da jetzt wieder was morden wahrscheinlich, Stack killen. Dalu kommt da, er hat da wahrscheinlich was getötet. Kann das sein? Jay ist der andere vielleicht? Ne, Jay hat ihn bezichtet. Sound muted. Sound resumed. Zwei sind tot. Kalle und Pille. Ich weiß gar nicht, ob das so smart war, was ich gemacht habe, aber... Ja, wir haben halt nichts gesehen. Maxi, wo bist du? Jo. Ich bin wieder hochgegangen. Ich wollte nicht mit dir allein in Kontamination sein. Okay, ich dachte schon, du bist gewendet. Ich bin echt verwirrt. Mike und Dalu oder Dizzy und Dalu? Ich muss sagen, also... Ja, wo ist die Leiche, Mike? Erzähl doch mal. Ja, genau. Ich wollte dich nämlich fragen, weil ich dich gerade erst gesehen habe, wie wir beide in Dekontamination rumlaufen. Ich hoch, du runter. Das heißt, genau hinter mir muss die Leiche sein, oder? Was? Warte mal kurz. Genau das wundert genau. Mich nämlich auch. Also genau, das ist nämlich die Fix. Für mich entweder ein Self-Report oder jemand läuft noch hinter mir. Ich bin noch hinter anscheinend vor Kontamination. Ich bin runtergegangen von dem Reaktor. Mir waren Sven richtig. Und Maxi. Ja, so, genau. Dann gehen die Lichter aus. Ich gehe da unten entlang aus der Kontamination raus. Haben kommt mir jemand M entgegen. Ja, ich. Mehr habe ich nicht gesehen. Ich konnte nicht erkennen. Aber ich dachte mir so, M, okay, müssten ja Mike sein. Ja. Und dann gehe ich nach oben, wollte die Lights fixen. Ab Report gedrückt. Das heißt, Mike kam mir entgegen und hat nicht die Lights gefixt. Für mich ist es Mike. Oder Nee, stopp. Ich hab die Lights wirklich nicht gefixt, weil ich nur noch eine Aufgabe habe. Die ist zwischen Reaktor und Laboratory, die wollte ich machen. Bin hochgelaufen, du bist mir entgegengekommen. Du hast 2 Sekunden später auf Report gedrückt. Heißt für mich,
entweder Self-Report oder da war noch jemand, der mir nachläuft, der gekillt hat. So, war bei uns. Ist jetzt eine oder sind zwei tot? Jetzt sind zwei gestorben, wenn ich das richtig sehe. Ray und Dadosh. Nee, Ray war doch am Anfang schon. Achso, achso. Ray war der erste. Achso, ja, dann Peter und Dadosh. Nee. Wir sind bei Ray auch wieder fertig mit den Aufgaben. Emergency Call machen gleich direkt. Ach nee, aber vor allem, Mike, warum hast du denn alle Tasten oben im Reaktorroom nicht gleichzeitig gemacht? Du bist einmal daraus rausgelaufen, wo ich gesagt habe, ihr müsst voten, Dalo sagt nichts. Ja, weil Report kam, ich nehme Mike wieder war. Nee, Leute, mach die Emergency Call, lass uns mal reden. Wo war denn Dizzy in der ganzen Bumse? Ja, lass uns doch mal reden, bitte. Ja, deswegen. Mike, ja, sehr gut. Ihr seid so los! Sehr gut. Außer es ist Dizzy. Hä, oder jemand, nee, Mike? Moment, Jay? Jay hat Self-Report? I don't know. Ich, keine Ahnung. Ist schwierig zu sagen, also ich glaube, es ist halt Mike, weil es so lange gedauert hat, aber vielleicht täusche ich mich da auch. Ich bin nicht der Letzte, by the way. Mike macht Task. Es ist ein Double-Kill und Dalo hat gewonnen. Eine Task fehlt noch, das ist Mike, der fehlt, ne? Dalo spielt jetzt halt mit denen. Finally, Dalo raus. Dalo hat die ganze Zeit, ja, Dalo hat das ganze Sound Danke. Die ganze Zeit ging mir so auf den Sack, weg mit der Sau. Ich hab dich versucht die ganze Zeit anzumachen. Nein. Du hast alle ausgerufen. Hast schon drei Leute gesehen. Du bist so ein fucking Troll. Wollt ihr mich jetzt echt blame dafür, ihr beide? Ja, instant. Drei Leute. Nee, ich mal mit. Sven doch auch. Ich werde hier Sven, Jay und ich. Alter, ich bin so häufig hoch und runter. Ich bin runtergegangen, hab den roten Knopf gedrückt. Da kam dann, man kann den roten Knopf nicht in der Krise drücken. Ja, genau. Das hatte ich auch. Eine kriminelle Sache von euch. Das hat mich so geärgert. Ich finde das so ärgerlich. Also, das ist jetzt hier. Ich fühle mich aber auch verarscht. Hat er deswegen verloren? Werde ich aber später noch was sagen. Also, das ist. Das ist Schiss. Ich. Komm. Wo warst du denn? Ich war Reaktor. Er gibt dem Boss halt noch eine Chance, glaube ich. Das ist halt das Einzige, was er jetzt macht, aber okay. Und danach Dizzy oder was? Als ob du jetzt. Ich stand unten die ganze Zeit jetzt nicht der Imposter. Ich wollte den Emergency-Knopf drücken, weil mich jemand gefragt hat, wo ich war. Ich aber Riot. Ich glaube nicht, dass da ein Imposter ist, aber ich glaube, er trollt halt einfach sehr hart rein. Als ob der so trollt. Ich bin nicht im Boss. Ach, komm, ich hab nur das Licht an und ausgemacht. Dizzy! Danach schmeißt ihr mich raus, ihr Verräter. Dizzy und Dalu? Lass mich nicht verarschen! Ich bin so verwirrt. Wer muss denn jetzt eigentlich noch eine Task machen? Also ist es Ray? Dizzy. Können wir das bitte ausdiskutieren? Ja, wie wollen wir das ausdiskutieren? Was wollen wir? Ich will jetzt noch meine letzte Task machen. Dalu ist ein fucking Troll. Ja, aber warum habt ihr denn jetzt Dalu gerade rausgeschmissen? Weil ich wollte mal gucken, was Dizzy jetzt so sagt. Weil er die ganze Zeit das Licht ausgemacht hat. Ich stand, ey, Leute, ohne Scheiß, ich stand die ganze Zeit unten an diesem Knopf. Ich wollte das erste Mal... Ja, und bei dem Mord vorhin, wo du nichts gesagt hast. Ach so, Dizzy, du standst die ganze Zeit beim Knopf und hast es trotzdem nicht hingekriegt, den zu drücken, bevor ich aus der Besenkammer rausgelaufen war, als das Licht wieder anging. Maga, weil oben die ganze Zeit irgendwas mit dem Licht gemacht wurde und dort die ganze Zeit stand, ich kann nichts machen. Und dann bist du da hochgerannt wieder? Ja, und dann bin ich da hochgegangen, weil mir das auf den Sack ging, dass da die ganze Zeit stand, hier ist eine Crisis, und dann war dieser Pfeil auf dem Bildschirm, bin ich hochgelaufen, und dann wurde das Meeting ja gecallt. Ich vertraue Sven und Maxi irgendwie in der Runde, was willst du da machen? Ey, ohne Scheiß, ich stand eben gerade schon aber wieder an dem Tisch für das Meeting. Aber wir haben keine Task, habt ihr denn jetzt noch? Ich hab nur die letzte am Launchpad. Also ich habe jetzt aber auch, also ich glaub, kann auch jetzt nicht irgendwie was sagen, warum es Dizzy sein sollte. Das ist halt so. Das nee, genau, das halt kann ich auch nicht. Außer dass er die ganze, ich ihn nicht einmal gesehen habe. Also gehen wir übrigens Maxi total zum Launch. Wir verlieren echt noch. Habe auch wieder Crew Rate. Ja, das ist generell ganz okay. Aber wir gehen jetzt mit Maxi einfach zum Launchpad. Er macht das wieder durch. Sehe ich das richtig? Wenn er redet. Also ja, ich glaube ja, Sven. Jetzt komm. Oh, Jay, es tut mir leid, Jay, aber... Ey, komm, wir hauen ihn jetzt auch raus. Was machen wir denn jetzt? Ja, danach, wenn er nicht votet, nachher votet ihr mich da raus. Dann nehme ich jetzt Dizzy. Also dann gehen wir zum Launchgate und machen das. Ja, ich muss nur noch die Schildkröte einmal okay sagen. Was für eine Schildkröte?
die rechts im Launchpad. Was ist denn die Schildkröte? Ja, das ist das. Ach, das Schild. Ich bin so verwirrt einfach. Also Dalo hat jetzt die Runde gethrowt, beziehungsweise Ray dann in dem Augenblick, weil er niemanden getötet hat. Hä, wieso? Ach, Maxi, ja gut. Wenn er jetzt Reaktor anmacht oder so, lasst euch nicht beirren. Ja, ist egal, kannst du trotzdem machen. Ich bin so verwirrt. Ich bin so verwirrt. Also, Dizzy, ich bin so sauer auf dich. Dizzy, ich bin so sauer auf dich. Warum? Ich bin sauer auf dich. Du hättest mich darauf, nur einen töten müssen. Ist also egal wie. Selbst wenn alle es sehen. Ja. Jetzt? Und nein, als ich auch noch am Leben war. Wenn du am, ich war am Licht und hab's ausgemacht, damit die keine Emergency callen können. Aber wenn ich am Licht bin, geht mein Kill-Cooldown nicht runter. Du hättest oh. einfach ah. nur irgendwen töten müssen. Ey, das ist egal. Da stand zwei Mann in dem Raum und aber ich wollte. Das ist egal! Ich wollte ihr hättet gewonnen, dann, ja. Wäre instant vorbei, hättest du einen gekillt, wenn oh, wir zwei gegen zwei wären. Das weiß ich Moment. Nicht. Moment! Also, es waren nur noch fünf da und zwei davon im Poster. Dalu und Nils sind die Bösen. Ja. Ja. Und ich finde es so geil. Mich, ich konnte nicht mehr, weil ich war am Licht. Jay war so übelst verdächtig in der Aufnahme davor. So übelst mit dadurch die Aufnahme. So übelst. Keiner hat ihn gewählt. Ich werde jetzt so beschuldigt. Alle Worte Mike, du musst gewesen sein, weil du hast zwei Sekunden vorher daneben. Ja, Mike, was soll ich sagen? Ich werde die andere abgestochen. Warum, Jay? Warum ja, aber weil du mir halt entgegengekommen bist und nicht ja, die Lichter angemacht ich hab hast. Doch das ist halt sehr offensichtlich. Ja, und weil ich die Lichter nicht anmache. Weißt du, ja, weißt du, ich die Lichter nicht anmache. Ich mach die Lichter dauernd nicht an, als irgendwer ja, macht. Schön, es lag aber die Leiche bei den Lichtern. Ja, aber ich sag ja, ich geb's ja sofort zu. Ich sag, Jay, ja, du hast recht. Ich kam dir entgegen. Für mich muss das ein Self-Report sein. Du oder jemand war hinter mir. Eins und beiden. Also... Also ja, nur zum Verständnis, hättest du irgendeinen gekillt, einfach mitten in der Menge, wäre direkt aber das Spiel vorbei gewesen. Ah, ich hab mich so ich dachte, du throwst hier für Content da, du Alter. Nein, ich auch. Ich war gefesselt am Licht, also weil mein Kill-Cooldown geht ja... Ja, ich weiß, ich weiß. Und deswegen habe ich am Ende sogar versucht, Licht auszumachen, kurz das Fenster zu schließen, um eine Sekunde Kill-Cooldown zu reduzieren, dann wieder anzumachen. Aber da hast du dich einfach das aufs Licht geschissen, dein Kill-Cooldown... Weil Emergency... früher ist, ja. Also ich bin die ganze Zeit nur rumgelaufen, ehrlich gesagt, während das Licht aus war, hab die ganze Zeit Report gespammt. Einfach also nur, dass ein weites Auftritt in Sagadalu gewesen, Peter. Okay. Siehst du ja links, Emergency Cooldown 20 Sekunden, Kill Cooldown 22,5. Und solange Licht aus war, konntest du keinen anderen Sabotage machen. Hast du direkt Emergency Cooldown gemacht, oder was? Ja, also das war ja der Plan eigentlich.